Special Guest und lieber Freund von mir, nämlich der Florian Dau. Aus Angst, wenn ich hier einmal komme, der das heißt, ja. Hier, ich konnte das am liebsten mit einem harten Schlag. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkurs Lifestyle. Und heute ein besonderer Special Guest und lieber Freund von mir, nämlich der Florian Dau. Grüße dich recht herzlich. Wer Florian nicht kennt, die kriegen jetzt mal ganz kurz einen Einblender. Florian ist natürlich nicht nur da, um jetzt hier am Rand zu stehen und zu lächeln, was wir alles tun. Nein, sondern er darf natürlich das tun, was er am besten kann, nämlich schön aktiv sein. Und ich würde sagen, heute gehen wir auch eine richtig schöne Technik durch. Und zwar einfach um einen willkürlichen Angriff, den wir gar nicht voraussehen können. Weil ich habe immer die Frage, dass viele Leute sagen, ich kann gar nicht erkennen, ob das jetzt ein Schwinger ist oder ob das ein Gerade ist. Wie soll ich das überhaupt erkennen? Und da sage ich euch jetzt, das seht ihr alles schön nach dem Intro. Wir beide stehen schon in den Startlöchern, wie Stapelläufer, wollen euch erzählen, wie es funktioniert. Aber alles das natürlich nach dem Intro. Und zwar, ganz klar ist es erstmal, Florian und ich sind jetzt nicht von der Körpergröße her die Größten. Das heißt, da auf Reichweite zu spielen, ist für uns sehr, sehr schwer. Weil es ist halt das Problem, wir müssen halt immer aufpassen, dass wir uns Raum für einen Schlag nehmen. Das heißt, wenn ein sehr, sehr unvorhersehbarer Schlag, obwohl das eigentlich auf der Straße eher selten passiert, weil die Leute halt nicht qualifiziert sind, sauber zu schlagen. Die wenigsten, außer die haben natürlich eine Vorkenntnis. Aber wenn das so ist, dass jemand jetzt einfach willkürlich drauf zuschlägt und Anfänger gerade das Problem haben zu sehen, was kommt da, beim Hook mache ich das, bei einer Geraden mache ich das, beim Uppercut mache ich das, dann sage ich euch einfach, nehmt euch kurz den Raum. Denn Raum bedeutet für euch wieder ein bisschen Zeit. Ja? Und was wir uns da aneignen, ist auch schön, dass wir unsere Körperbewegung nämlich aus dem Pendel nehmen können. Wenn der Florian jetzt zum Beispiel einfach mal einen wilden Schlag und ich gehe hier kurz zurück, seht ihr schon, habe ich kurz Sicht gehabt. Ja? Ich bin jetzt nicht hier aktiv reingegangen und habe hier alles kassiert, was man hätte kassieren können. Ja? Weil da kommt auch sehr viel Kraft auf einen zu. Ich sage auch immer, eine Frau, die sich hier eine Schelle fängt, ja, selbst mit Deckung, das wird meistens ganz schön daneben gehen und die haut sich wahrscheinlich selber die eigene Deckung mit ins Gesicht. Daher schafft euch kurz Raum. Und zwar, ich sehe, der kommt hier, wupp, und ich gehe rein. Ja, da konnte ich schon direkt. Ich gehe kurz zurück, mit Deckung bitte. Ja, ich sehe viele, die es falsch machen, machen immer den hier. Ja, so auf ohne Deckung. Ja, immer ganz viele Instagram-Videos hier, wie sie so kämpfen alle. Sondern mit Deckung zurück und sofort gegen agieren. Ich gehe sofort mit der Handfläche. Jetzt auch wieder sehr gut für Nicht-Geübte, die ihre Fäuste nicht trainiert haben. Das heißt, wir wollen die Knöchel ausschließen, dass die sich ganz schnell brechen. Und zwar, ich gehe hier zurück und atme sofort aufs Ohr. Ja, guck mal seine Stellung an. Für mich perfekt, auch von oben nach unten zu kontern. Ich überlade seinen Kopf. Wenn ich jetzt natürlich zu oft bei Florian oben attackiere, wird er ganz automatisch gegen kontern. Wird vielleicht sogar auch einfach nur die Deckung hochreißen aus Angst, wenn ich hier einmal komme, denn ich komme hier auch einfach nicht mehr durch und da hänge ich dann fest. Deswegen überlade ich den Kopf, ich gehe hier, wupp, komm hier rein und gehe danach zum Unterleib und suche mir wieder Platz. Ich habe quasi fast zwei Primärziele angegriffen, nämlich einmal das Trommelfell und einmal den Unterleib. Noch einmal, ich bin hier, fupp, bupp, bupp, bam, kann unten sofort agieren. Ich denke, hierbei auch, selbst wenn es jetzt eine Gerade wird von ihm, ja, kann ich hier einfach reagieren, kann arbeiten, kann unten arbeiten. Kann zurück. Ihr seht also, ich muss gar nicht zwangsläufig erkennen, was sind das hier für Schläge, sondern ich brauche mir nur Raum verschaffen und kurz arbeiten, sofort gegenkontern. Ich habe hier auch meinen Bioji, meinen Fingerstich, den ich sofort nutzen kann. Kann danach zum Primärziel, kann abhauen, kann zum Ohr, kann zur Halsschlagader. Ich habe mehrere Ziele, die ich sofort nutzen kann. Das einmal mein Weg. Jetzt kommen wir zu Florians Weg. Ja, super Variante, jetzt kommen wir mal zu meiner. Ich versuche mir natürlich auch immer so ein bisschen Raum zu schaffen. Was David schon gesagt hat, wir beiden Erdnuckel haben ein echtes Problem, wenn es in den Distanzkampf geht. Ne? Also ich habe das in den Jahren, in denen ich aktiv kämpfen musste, immer gemerkt, wenn ich auf einer geraden Linie bleibe, wenn ich ihm diese Distanz gebe, wie in einem Wettkampf mit Deckung oder Ähnlichem, dann machen die mich einfach kaputt. Das heißt, ich versuche eine Distanz zu nehmen, um meinen gesamten Körper kompakt zu halten. Ja? Wenn ich also, für mich fängt es immer schon in der Vorbereitung an, wenn ich also in eine Stresssituation komme, das ist ja nicht so, dass wir aneinander vorbeigehen und dann auf einmal ist, sondern wir haben eine Stresssituation und ich versuche schon mal meine Arme irgendwo hier oben zu haben. Und zwar möglichst nicht in der Kampfposition, ja, weil in der Regel die Zeugen dann immer sagen, der kleine Dicke hat den anderen blutig gehauen. Ja, der arme
Schauspieler wurde von dem kleinen dicken Ludwig gehauen. Sondern ich versuche mich halt relativ neutral hinzustellen und trotzdem verdeckt schon mal die Arme zu haben und vielleicht eher beschwichtigend zu wirken als aggressiv. So. Jetzt wird auch von vielen immer kritisiert, wenn ein Schwingerangriff auf Videos gezeigt wird, dass das kein technischer, richtiger Schwinger ist. Genau das ist es. Ja, wir haben auf der Straße in der Regel nicht mit dem Supersportler zu tun, der saubere Haken schlägt, sondern wir haben eine Stresssituation, wo jemand sich ganz weit aufmacht, Schwung holt, paff, und mir richtig einen Elfmeter reinhaut. Und das ist genau der Vorteil. Und am liebsten mal mit der Seite, damit wir von dem Winkel her sind. Ja, ihr seht schon, wie weit die gesamte Körperlinie auf ist. Bleibe ich jetzt genau auf diesem Ziel stehen, ja, das heißt, ich biete mir hier das Ding an, dann ist das, was David schon gesagt hat, ich kriege einen Elfmeter, er hat sein Ziel vor Augen, der kann seine gesamte Energie in meinen Körper reinbinden. Das will ich verhindern. Das heißt, wenn der Schwinger kommt, ja, gehe ich schon mal hart rein. Das heißt, ich schiebe meine Hände vor, habe zwei Treffer. Das heißt, ich konnte am Schultergelenk aus und bin hier schon in der Hand, im Gesicht mit meiner Hand. Ja, auch schon offen. Und ihr seht schon, durch meine Linksvorbewegung verkürze ich, komme genau hier rein, komme in die Knie, kann nachher noch eine Kontrolle machen, wenn ich will. Harte Bewegung. Das heißt, ja, wäre da drin. Und ihr seht, das Gelenk wird in dem Moment schon kontrolliert. Ja, ich würde ihn hier also brechen, nicht hebeln oder ähnliches. Ich will ihn da nicht kontrollieren in so einer Situation. Ich möchte den Druck hier rausnehmen. Ja, und ihr seht schon, die Energie, die meiste Energie kommt in dem Schlag aus der Hüfte, aus der Schulter. Würde ich also versuchen, ihn hier zu stoppen, geht das Ding einfach mal durch. Ja, ich muss also weit ran. Ja, ich konnte das am liebsten mit einem harten Schlag, entweder ins Gesicht oder auf die Brust. Auch dazu muss man verstehen, der Brustmuskel, wenn ich den stoppe, dann geht die Energie hier raus. Ja? Ich versuche also beide Arme in meinen Schlag reinzunehmen und ihr seht schon, eigentlich ist da ein Stopp im Angriff. David merkt es. Definitiv. Ja? Wir haben also. Training gerade hinter mir. Stimmt, hattest du erzählt. Ja, genau. Ja? Also wir haben eine relativ gerade Linie vor 1, Gesicht, Brust. Wir haben hier eine offene Linie. Ich kann hier eine Kontrolle, ich kann einen harten Zug reinmachen, weiterarbeiten. Ja? Wichtig ist immer, wir sind hier links, rechts. Ich habe lange Arme vorm Gesicht. Kann arbeiten, geht meine Deckung nicht auf, weil er hat auch noch einen zweiten Arm. Ne? Würde ich mich also komplett auf diesen Arm konzentrieren, kann da auch noch was passieren. Ja? Habe ich beide Arme hier vor, guckt mal hier. Ja, ich kann mich oben schützen, kann unten arbeiten. Ja? Ja? Kann ihn also hart ziehen und zwingen ihn ein bisschen tiefer. Eine Lösungsvariante halt. Ne? Hart rein, kontern, decken. Kompakt in den Körper. So ihr Lieben, jetzt habt ihr mal beide Varianten gesehen. Ich finde, das ergänzt sich auch sehr gut, weil wir gar nicht so unterschiedlich von der Herangehensweise sind. Man merkt irgendwie, die Grundschule war irgendwie identisch. Aber du, Bro, ich habe doch nirgendwo gelernt. Ich habe mir nur alles aus dem Internet. Ja, das haben wir beide ja gelernt, dass das so genau. ist. Wir haben ja dieselben Freunde, die uns das versuchen zu erklären. Das ist auch immer wieder schön. Keine Sifus gehabt. Das ist auch nicht so schlimm. Die Straße ist der beste Meister, sage ich immer wieder. So. Und ich finde, wir denken selber sehr gleich. Was auch die Effektivität angeht und da gar nicht zu viel rumzuspielen, denn zu viel Spielerei führt meistens genau zu dem Gegenteil. Es muss schnell, es muss kurz und vor allem auf Primärziele gerichtet sein. Alles andere sieht zwar schön aus, wird uns aber wahrscheinlich in einer realen Situation nicht weiterbringen. Der Otto Normalverbraucher, auch der muss ja mit der Technik funktionieren können. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir hier nur meine Bros an Smolix hier am Start haben. Ja, jeder in die Schule kommt und Smolix ist. Das haben wir nicht, sondern wir müssen auch damit rechnen, dass man einfach ganz normal eine Hausfrau oder auch ein Hausmann oder vielleicht auch ein Mann, der zwei Bandscheibenvorfälle hatte oder was auch immer am Start ist, der sich halt nicht mehr so aktiv bewegen kann in dem Sport. Aber trotzdem natürlich in der Selbstverteidigung einfach effektiv funktionieren wird. Florian, ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Und wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall auf seinen Kanal reinschauen. Ist unten natürlich in der Videobeschreibung. Es wird auch, glaube ich, noch mehr von uns kommen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder, wenn es natürlich wieder heißt Kampfkunst Lifestyle. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch ein drauflegen. Drauftreten immer auf Schwächere, die sich aufgeben.